Heute, Buschi, soll der Sieg her. Ja, mit dem Remis aus dem ersten Spiel sind sie natürlich nicht wirklich zufrieden gewesen. Anschluss Portugal, wir gehen rein in die ersten 45 Minuten. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Bruno Fernandes. Gonzalo Guedes. Die Riesenchance. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Busquets jetzt. Arthur. Messi. Suarez. Super, Suarez. Lionel Messi. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Gibt Ecke, gut geklärt. Da kommt die Ecke. Zu Leo Messi müssen wir im Grunde gar nicht viel sagen, Buschi. Ne? Da reicht der Name. Ach, Wolf, ein unglaublicher Spieler. Einer der besten aller Zeiten. Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dazu ist die Qualität zu groß. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Sergio Roberto. Griezmann. Nun Jordi Alba. Griezmann jetzt. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Frenkie de Jong. Luis Suarez. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Weiter Portugal. Vorteil. Nun Busquets. Griezmann. Suarez. Antoine Griezmann. Busquets. Der Schuss von Suarez. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Und jetzt Busquets. Frenkie de Jong. Nun Busquets. So, jetzt Barca am Ball. De Jong. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Joao Moutinho. Bernardo Silva. Auch für ein absolutes Top-Team wie Barca dürfte das heute kein Spaziergang werden. Nee, und es ist alles angerichtet für eine intensive Partie. Griezmann geht dazwischen und hat den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Pizzi. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Pizzi. Bruno Fernandes. Macht er gut. Da erobert er den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Gonzalo Guedes. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Könnte den Konter geben. Barca bisher weiterhin ohne Torerfolg in dieser Partie. Antoine Griezmann fängt diesen Ball ab. Pizzi. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Da schießt er. Was für eine Rettungstat. Gehalten. Die Ecke kommt rein. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen.
Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Er versucht's. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Der Strafstoß ist drin. Sauber versenkt, den verwandelt er sicher. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Führung für Portugal, es geht weiter. Ballverlust Barcelona. Ball bei Moutinho. Bruno Fernandes. Frenkie de Jong. Und das ist der Ballverlust. Portugal macht Druck. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Frenkie de Jong. Da kommt der Pass. Der Pass kommt zu Messi. Da klatscht der Ball an den Pfosten. De Jong. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Messi jetzt am Ball. Portugal jetzt. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. So langsam wird es gefährlich. Da können sie jetzt flanken. Hereingabe in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Messi jetzt am Ball. Vielleicht die Konterchance. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Durchgang 2, wir machen weiter in diesem Spiel. Bislang liegt Barcelona zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Freistoß gegen Barca hier. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Bernardo Silva! Da zeigt der Stegen sein ganzes Können. Das war eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Vorteil für Barca. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Arthur. Klasse vom Schiedsrichter. Da sieht er den Vorteil für Barca. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Und Jordi Alba. Suarez. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Und Moutinho. Bruno Fernandes. Suarez mit dem Ball nach vorne. Der Schuss von Suarez. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Tja, der Einwurf landet beim Gegner. Pizzi. Oh, viel Platz jetzt. Die Chance.
Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Griezmann jetzt. Ballverlust Barcelona. Er überzeugt heute als Passgeber. Und damit ist der Ball weg. Luis Suarez. Gute Parade. Ecke für Barcelona. Vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Der Ball kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Sergio Busquets. Luis. Das muss der Ausgleich sein. Er gibt den Elfer für Barca. Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Busquets mit dem Ballverlust. Ronaldo am Ball. Ballverlust. Sie holen sich den Ball. Und Ronaldo. Bruno. Ja, mit viel Übersicht. Unglaublich. Das war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ball kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Luis Suarez. Jetzt ist Platz für den Konter. So, wer hat jetzt? Super, Suarez. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da kann er ihn stoppen. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Weiter Portugal, Vorteil. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Guedes. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt. Ja, Suarez mit dem Pass. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Und Ronaldo steht im Abseits. Sergio Roberto. Messi. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Erstmal keine Gefahr. Nun Ronaldo. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo, Steilpass. Bernardo. Können Sie jetzt klären? Den Ball hat er, ganz souverän. Jetzt Suarez. Vorne schauen natürlich alle auf Luis Suarez. Kann man den überhaupt stoppen, Muschi? Ja. Suarez! Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Der Ballverlust, keine gute Aktion. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Muschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Barcelona verliert den Ball. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Gibt die Ecke kurz vor Schluss. Jetzt können sie alles klar machen. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen.
Gut, der Ball nach draußen. Ganz energisch. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Bernardo Silva. Schöne Aktion. Cristiano Ronaldo. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Einwurf. Der Ball war draußen. Joao Cancelo. Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Ronaldo. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Und er pfeift abseits. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Da haben die Portugiesen Platz. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Jetzt kommt die Ecke. So, der Ball ist erstmal weg. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Ein ganz